Trotz eines Rückgangs der Coronavirus-Neuinfektionen hat die niederländische Regierung eine Verlängerung des seit einem Monat andauernden Lockdowns um 3 Wochen beschlossen. Ministerpräsident Mark Rutte sagte, man habe keine andere Wahl. Hintergrund ist vor allem die rasche Ausbreitung der Virusmutationen. Die Zahlen gehen nicht schnell genug zurück und wir haben es jetzt auch mit der Bedrohung durch die britische Coronavirus-Variante zu tun. Und wir sind sehr besorgt über diese Variante. Die Bilder aus London und auch aus Irland sind alarmierend. Und das ist eine Untertreibung. In Großbritannien sind innerhalb von 24 Stunden 45.000 Neuinfektionen hinzugekommen. Zuvor waren täglich sogar bis zu 60.000 Ansteckungen verzeichnet worden. Die britische Innenministerin ermahnte die Bevölkerung, die Verhaltensregeln zu befolgen. Wenn sie nicht ihren Teil beitragen, werden unsere selbstlosen Polizeibeamten, die da draußen jeden Tag ihr eigenes Leben riskieren, um unsere Sicherheit zu garantieren, die Vorschriften durchsetzen. Und ich werde sie dabei unterstützen, dies zu tun, um unseren NHS zu schützen und um Leben zu retten. In der Ukraine gilt der 2. nationale Lockdown vorerst bis Sonntag kommender Woche. Obwohl ein Impfstart noch nicht absehbar ist, will die Regierung nicht auf das russische Serum Sputnik V zurückgreifen. Stattdessen bat Kiew die EU und die Weltgesundheitsorganisation um Unterstützung. Die Regierung erwägt aber auch den Einsatz eines Impfstoffs aus China. In Rom demonstrierten hunderte Beschäftigte der Reisebranche auf der Piazza del Popolo. Sie forderten mehr Finanzhilfen von der Regierung. Die Zahl der Reisenden aus dem Ausland ist im vergangenen Jahr um über 2/3 zurückgegangen. Wir haben einen Rückgang von 100%. Mein Geschäft ist seit dem 11. März geschlossen, genau wie alle anderen Reisebüros. Wir sprechen von Zehntausenden von Euro weniger Einnahmen. Wenn wir alles zusammenrechnen, sind es vielleicht Millionen Verluste. In Paris demonstrierten hunderte Beschäftigte von Fitnessstudios vor der Nationalversammlung, um auf ihre kritische Situation und zu geringe Finanzhilfen aufmerksam zu machen. Viele von ihnen befürchten Schließungen bis zum Sommer.